ich mache mich dann, glaube ich, auf den Weg. Dieser Ort macht mich immer nervöser. Bis dann. Aber vielleicht kannst du mir jetzt Fragen You are beantworten. always welcome here. Na, ich habe dir ein paar Seelen verkauft, ist schon klar. Ich hätte ein paar Fragen. Yes. Oh ja, aber mir fällt nichts ein. Na gut, bis dann. Was spricht das Inventar? Was haben wir bekommen? Das ist ein antikes Medaillon. Dieses Medaillon ist alt und leicht angelaufen. Vielleicht bilden Sie sich das nur ein, aber es scheint eine unnatürliche Hitze auszustrahlen, die Ihre Finger flinker macht. Ihr Wert für Sicherheit erhöht sich um eins, wenn Sie es tragen. Verlassen. Sicherheit. Mein Wert für Sicherheit erhöht Schlösser knacken auf 8. Das klingt verdammt gut. Denn mit Schlösser knacken 8 können wir uns auf eine kleine Reise machen. Wir haben allerdings noch weitere 17 Erfahrungspunkte. Und diese können wir jetzt in Recherche stecken. Intelligenz. Und das hier kostet 12. Na du, da fehlt uns noch ein bisschen was. Gut, das nehmen wir jetzt mal an und lassen es. Denn wir holen uns jetzt einen Gegenstand in der Nähe von Mercurius. Bitte, wir knacken jetzt die Kiste. Ja, egal. Ich bin mir jetzt nicht sicher gewesen, Amen. ob ich schneiden soll oder nicht. Los geht's. Santa Monica. Denn der Weg ist ja jetzt doch ein bisschen gelaufen. Ja. Schauen wir mal auf die Uhr. Es ist 2:52 Uhr. Wir rauschen an der Blutbank vorbei. Es ist gerade 2 Grad kalt. Ja, eigentlich warm. 2,8. Ja. 2,8, das ist ja richtig gehend warm jetzt. Dafür, dass die letzten Tage so gefroren hat. Und alles immer vereist war. Komm rein da. Die Kiste muss jetzt aufgehen. Ja. Eine Videokassette. Und zwar Chokeshot. Chokeshots Aufnahmen von Badeanzüge. Mit 98 Kästchen Iger Wahrscheinlichkeit ist dabei wer ausgeflippt. Das soll wahrscheinlich 98%iger Wahrscheinlichkeit heißen. Ist dabei wer ausgeflippt. Ja, ich weiß bloß nicht warum. Na gut, das nehmen wir doch mit. Und verlassen das. Oh, ein Poster von Imalia. Moment mal, Imalia? Das war noch Imalia, als sie. Oh, als sie noch. Das sieht auf jeden Fall schöner aus das sieht auf jeden Fall schöner aus als das Bild auf den Guy Magazine. Da war sie noch richtig hübsch, so ein richtig schöner Lockenkopf. Cool. Ne, die hören wir uns nicht nochmal an, da steht sowieso nichts Neues drauf. Immer noch dieselbe Nachricht. Der Kopfgeldjäger hat sich. Der Kopfgeldjäger hat sich auf jeden Fall aus dem Staub gemacht, weil er mit einem Finger nichts mehr machen, ohne den Zeigefinger nichts mehr machen kann. Mercurio! Ja, ein paar Sachen bräuchte ich. Ich möchte bei dir einkaufen. Soll ja billiger sein.
Messer brauche ich jetzt nicht wirklich. Wie viel Armbrustbolzen? Na komm. Na, volles Magazin. Gut, wir sind wieder voll. Dann die Jägerspaß. Die kostet bei dir 436. Das ist dieselbe Spaß, die der Chinese auch anzubieten hat. Aber die Remington. Reichweite lang, Geschwindigkeit schnell. Dieses Scharfschützengewehr wird üblicherweise von SWAT-Teams verwendet. Mit der 20-fachen Vergrößerung kann man die Schweißperlen auf der Stirn des Gegners zählen. Ja, die kaufen wir. Dafür brauchen wir natürlich die passenden. Das passende Magazin. Was ist das denn? Ist das? Ah ja, die 308er Gewehrpatronen werden für die Scharfschützengewehr wurde entwickelt und die brauchen wir ja jetzt auch. Was ist eigentlich mit dem Flammenwerfer? Ja, geben wir das Geld aus für alles. Ich möchte noch den Flammenwerfer. Ich brauche noch ein paar Sachen. Ne, das ist natürlich der falsche Spruch gewesen. Anything I can do for you tonight? Ich brauche ein paar Infos. Concerning? Und Waffen. Specifically? Ein Flammenwerfer wäre noch ganz nett. Oh yeah, I get a lot of requests for those. I blame the movies. Everybody thinks they're a riot till they set their friends on fire. They're not very easy to get hold of. I got a Vegas connection for those. Last time I was out there, I had to shoot my way to the state line. Ich komme wieder, wenn du was für mich hast. Bis dann. Merci, Mercurio. Ein Scharfschützengewehr. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, das hat sich gelohnt. Dann gehen wir wieder zurück nach Chinatown. Aber vielleicht sollten wir einen kleinen Blick ins Lock riskieren. Sie sollten Zhao am Lager treffen, um mehr über den Aufenthaltsort von Barabus zu erfahren. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Dann haben wir. Gary gibt ein Poster von Ming Chao ab für ein Band mit den Jogshot Magazin Badeanzug Fotoshooting. Das ist genau das, was wir haben. Der Chinatown ab. Nein, den machen wir nicht. Ja, das haben wir schon gemacht. Ming Chao schlägt vor, dass wir den Geschäftsmann Wong Ho im Restaurant Red Dragon aufsuchen. Das haben wir eigentlich schon gemacht. Dann haben wir, der Prinz will den Sarkophag sofort. Dann haben wir noch das Buch am Anwesen der Giovanni, wo wir noch nicht hinkommen, weil wir ja noch nicht die Infos von Gary haben. Und für den müssen wir erstmal den Barabus finden. Und dafür müssen wir in das Lagerhaus gehen und Zao treffen. Okay. Gehen wir nach Downtown und liefern das Videoband ab und schauen wir mal, was Gary zu sagen hat per E-Mail. Ist gelaufen, aber diese Nebenarbeiten sind doch höchst ertragreich. Ja, voll los. Nach Downtown. Also das mit dem Lagerhaus, wo Zhao auf uns wartet, da kriegen wir leider wieder eine recht heftige Schießerei. Denn die Tongs sehen das nicht so gerne, dass wir den Aufenthaltsort herausbekommen. Und Zhao selber bekommt auch ein paar Probleme. Aber das wird er uns dann selber erzählen, was für Probleme er bekommt.
Dann legen wir mal das Band da hinein. Ja, verlassen wir das. Ist das offen? Ja. Okay. Gehen wir zum PC und schauen wir mal. Null E-Mails. Gut, das scheint ein bisschen schwer zu sein. Gehen wir raus und nochmal neu rein. Vielleicht hat er es dann schon abgeholt. Ist halt jetzt wieder Wartezeit. Und wieder rein. So, schauen wir mal. Er hat das Videoband abgeholt. Geh auf. Hat sich was getan? Irgendwie nicht, oder? Na gut. Sie haben 4 E-Mails, davon ist eine ungelesen. Ja, dann lesen wir mal die E-Mail. Morgengrauen. Raketenwerfer zu verkaufen. Gut, 4. Raketenwerfer zu verkaufen von Gary at Schrecknet VTM. Boss, ich hab da noch ein Poster, das mir bei mir Staub ansetzt. Eine von den Anarchen hat vor ihrem Kuss ein künstlerisches Foto von sich machen lassen. Falls du Interesse hast, gehört es dir. Zum Spottpreis von ein paar Vakuumröhren, die sich wahrscheinlich beim Metalhead Industries befinden. Du hast schon mit Nick geredet, oder? Steck sie in den Briefkasten, wie immer. Das hat sich gelohnt, die mitzunehmen, denn wir haben ja schon die Vakuumröhren. Wann kam dieses Bild hierher? Und wer ist das? Ach nee, das ist ja Ming Chao. Natürlich, von wegen, wer ist das? Ming Chao, als sie nicht ganz so dürr war. War die schon mal dicker? Also da sieht sie auf jeden Fall bedeutend besser aus. Nett. Vakuumröhren. Jetzt ist nur die Frage, welches Mitglied der. Was? Wie heißt. Moment, Lock. Von Damsel! Da steht's doch. Da steht's noch so schön. Von Damsel! Ist das. Na, Damsel könnte interessant sein. Okay. Du gehst mal da rein. Verlassen. Wieder verlassen. Na, irgendwie kriegen wir alle Poster zusammen. Nicht übel, nicht übel. Bin gespannt, wie es aussehen wird. Dieses Poster von Damsel. Jetzt habe ich es dir nach. Ja. Kidoki. Oh. Geh mal zu, du. Wow. Damsel, das hätte ich dir nicht so getraut. Das ist mal so ganz anders. Wow. Gary, hast du noch eine Nachricht? Einen wunderschönen guten Tag. Ich krieg noch eine E-Mail. E-Mail. Morgengrauen. Nigerianischer Auftrag. Vertrau. Lich soll das wahrscheinlich heißen. 4. Betreff nigerianischer Auftrag. Vertrau. Von Gerät Schrecknet VTM. Erinnerst du dich an Pirate Town? Stadt der Piraten, Boss. Das Spielzeug zum Hinterherziehen, dass ich Shirley Temple in diesem Film gegeben habe, wurde in einem Laden in Hollywood gesehen.
Anscheinend hat jemand es aus dem Lager ausgeliehen, um es bei eBay zu verticken. Als der sentimentale Abschaum, der ich bin, kann ich das nicht zulassen. Ich tausche es gegen ein Poster von 20 Sessions, das Imalia bis jetzt noch nicht in die Finger bekommen hat. Was willst du von mir? Ein Spielzeug zum Hinterherziehen? Ich weiß eigentlich nur ein Spielzeug zum Hinterherziehen und das war eigentlich in diesem Geisterhotel, das Ocean House Hotel. Ein Laden in Hollywood wurde das gesehen. Ich müsste vielleicht im Simpel. Also ich muss das herausfinden, wo das ist. Ich mach das mal eben und dann sehen wir uns genau hier wieder. Das ist jetzt natürlich. Na gut, bis gleich. Ich hoffe, es ist tatsächlich in dem Ocean House Hotel.